Nachdem wir uns mit den arithmetischen Folgen beschäftigt haben, schauen wir uns jetzt noch eine andere spezielle Form von Zahlenfolgen an. Und zwar sind das die sogenannten geometrischen Folgen. Wir beginnen wieder mit einem Zahlenbeispiel. Ich habe hier die ersten vier Elemente von einer geometrischen Folge aufgeschrieben. Das ist unser erstes Element, 6 ist unser zweites Element, 12 ist unser drittes Element, 24 ist unser viertes Element. Kurz wieder der Hinweis, wo wir uns in der Schreibweise zum Buch unterscheiden. Punkt 1, das Buch beschriftet geometrische Folgen gern mit dem Buchstaben B. Also sie schreiben BN, also B1, B2, B3, B4. Ich sehe jetzt keinen Grund dafür, für eine geometrische Folge ein B zu verwenden. Ich kann es benennen, wie ich möchte, und ich bleibe jetzt einfach mal beim A. Und zweitens, wir zählen auch hier wieder, wir beginnen wieder bei 1 zu zählen. So, wenn ich mir jetzt anschaue, welche Gesetzmäßigkeit steckt hier dahinter, also habe ich 3, 6, 12, 24, da sehe ich, das verdoppelt sich immer. Das heißt, im Gegensatz zu den arithmetischen Folgen, wo immer ein konstanter Abstand dazwischen war, ist es hier ein konstanter Faktor, der dazwischen ist. Und das ist jetzt hier in dem Fall mal 2. Das heißt, das A5, wenn ich es mir ausrechnen müsste, wäre das Doppelte von 24. Und das wäre 48 und so wird es weitergehen. Und jetzt schauen wir, dass wir uns noch ein Bildungsgesetz davon herleiten können, ein allgemeines. Dazu schauen wir uns kurz an, wie die Folgenglieder entstehen. Also das erste Folgenglied ist einfach 3. Das zweite Folgenglied erhalte ich, indem ich das erste Folgenglied mit 2 multipliziere. Bin ich bei 6, also 3 mal 2 ist 6. Das dritte Folgenglied erhalte ich, indem ich das erste Folgenglied mal 2 und dann nochmal mal 2 rechne. Also mal 2 mal 2, dann bin ich beim dritten Folgenglied. Das kann ich hier, den mal 2 mal 2 kann ich auch kurz als mal 2 zum Quadrat schreiben und dann bin ich bei 12, das passt. Und das vierte Folgenglied erhalte ich, indem ich das erste mal 2 und mal 2 rechne. Also 2 mal 2 mal 2 kann ich auch kurz als 2 hoch 3 schreiben und dann bin ich bei 24. Und jetzt allgemein gesprochen, wir schreiben gern statt dem A1 ein C, das ist dieser Dreier. Ist das C, das A1, und der Faktor hier, den bezeichnen wir gern als Q, das wird auch im Buch so verwendet. Und ich sehe hier eigentlich, wenn ich mir das anschaue, also ich habe hier beim Q als Hochzahl immer um 1 weniger als diese Zahl hier. Beziehungsweise, warum? Weil ich bei A1 beginne zu multiplizieren. Generell ist es gleich wie bei den arithmetischen Folgen vom Konzept her. Wenn ich zum Beispiel habe, ich habe das fünfte Folgenglied und ich beginne beim ersten Folgenglied, dann muss ich das Q viermal, also muss ich viermal mit dem Q multiplizieren, daher Q hoch 4. Wenn ich das fünfte Folgenglied habe und ich starte zum Beispiel beim dritten Folgenglied, naja, dann muss ich mal Q rechnen, dann bin ich beim vierten und nochmal mal Q, dann bin ich beim fünften. Also mal Q Quadrat. Und hier habe ich wieder das gleiche Phänomen. Hier ist ein Fünfer und ich starte beim dritten. Das heißt, ich brauche beim Q noch die Hochzahl 2. Also die Ziffer und die Ziffer addiert ergeben mir wieder die Ziffer. Also das und das ergibt mir das. Noch ein Beispiel. A7 ist gleich, angenommen, ich starte beim A2. Naja, dann muss ich es mal Q hoch 5 rechnen, weil 2 und 5 7 ist. Und das ist jetzt mein allgemeines Bildungsgesetz, wobei eben wie gesagt das C einfach das A1 ist, das erste Folgenglied, mit dem ich beginne. Definieren wir das Ganze kurz. Eine Folge AN, n ist ein Element aus n Sternen mit dem Bildungsgesetz AN ist gleich C mal Q hoch n minus 1, wobei C und Q reelle Zahlen außer der 0 sein können, heißt geometrische Folge. Machen wir eine Aufgabe dazu. Gegeben sind die ersten vier Folgenglieder einer Folge. Wir sollen jetzt bestimmen, ob es sich dabei um eine geometrische Folge handelt und wenn ja, sollen wir das Bildungsgesetz angeben. Beginnen wir mal mit dem ersten Beispiel. Hier habe ich 40, 20, 10, 5. Und ich sehe, mit jedem n hier halbiert sich das immer, der Wert des Folgenglieds. Also ich habe hier den Faktor mal 0,5, mal 0,5. Mal 0,5 und in dem Fall ja, ist es eine geometrische Folge. Das C ist das A1
und 0,5 ist das Q. Und damit bin ich fertig. W, da habe ich 2, 6, 9, 12. Ich sehe hier, von 2 auf 6 komme ich, indem ich mal 3 rechne. Wenn ich von 6 zu 9 möchte, komme ich damit aber nicht mit mal 3, das wäre nämlich mal 1,5. Und damit kann das Ganze keine geometrische Folge mehr sein. Ja, also funktioniert nicht. Das müsste immer mal 3 mal 3 mal 3 sein. C, da habe ich 110, 1, 0. Überlegen wir mal, von 100 auf 10 komme ich, indem ich dividiert durch 10 rechne, also mit einem Zehntel multipliziere. Mal ein Zehntel. Von 10 auf 1 komme ich ebenfalls, indem ich durch 10 dividiere, also auch mal ein Zehntel. Aber würde ich einmal ein Zehntel rechnen, dann würde ich auf 0,1 kommen. Hier multipliziere ich den 1 aber offensichtlich mit 0 und nicht mit einem Zehntel. Und damit kann auch das keine geometrische Folge sein. D, da habe ich 4, 6, 9, 13,5. Schauen wir mal, wie kann ich das ausrechnen? Ja, vielleicht indem ich einfach mal schaue, welche Zahl brauche ich, mit der ich 4 multiplizieren muss, damit ich 6 erhalte. Also rechne ich einfach 6 dividiert durch 4, erkenne ich, ah, das ist 1,5. Also mit mal 1,5 komme ich auf den 6er. 9 durch 6 ist ebenfalls 1,5, also mal 1,5 komme ich auf den 9er vom 6er und auf 13,5 komme ich ebenfalls, indem ich den 9er mit 1,5 multipliziere. Das heißt, hier habe ich wieder eine geometrische Folge. Das C ist der 4er und der 1,5er ist das Q. Gut, dann schauen wir uns noch zwei wichtige Eigenschaften an von geometrischen Folgen, die wir als Satz beweisen. Erstens einmal, das Q erhalte ich immer, indem ich zwei benachbarte Elemente dividiere. Das habe ich jetzt gerade vorher in der Tabelle bei der Aufgabe D verwendet. Wie kann man sich das vorstellen? Nochmal als Beispiel, wenn ich da habe 2, 6, 18 und so weiter, sind wir mal 3. Wenn ich jetzt 6 durch 2 dividiere, erhalte ich das Q und das ist nämlich der 3er. Also Q ist hier 3. Dividiere ich das Element durch das vordere Element, dann erhalte ich genau dieses Q. Weg, damit wir Platz haben. Gut, beweisen wir das. Das heißt, ich rechne es einfach aus. Was passiert, wenn ich an plus 1 durch an dividiere? Einfach einsetzen. Wenn ich an plus 1 habe, dann muss ich ja das n plus 1 hier oben für n einsetzen und erhalte da hier im n plus 1 minus 1. Dann tue ich einmal vereinfachen, außerdem kann ich das c wegkürzen, wie man sieht. Und jetzt kann ich noch dividieren, ich habe hier die gleiche Basis q. Wir wissen, Potenzen mit gleicher Basis werden dividiert, indem man den Exponenten subtrahiert und n durch n minus 1 bleibt übrig, genau q hoch 1. N minus n streicht sich weg und minus minus 1 wird zu einem plus 1er. Deswegen steht hier q hoch 1 und das ist q. Damit sind wir schon fertig. Zweitens, wenn ich die Wurzel bilde aus einem, am besten probieren wir es einfach aus. Ich habe die geometrische Folge, wir verdoppeln jetzt immer, ich beginne bei 1, 1, 2, 4 zum Beispiel. Und der Zweier ist das an. Dann ist der 1er automatisch an minus 1, also das Element davor. Und der 4er ist an plus 1. Wenn wir jetzt machen die Wurzel aus 1 mal 4, dann ist das die Wurzel aus 4 und das ist 2. Und das ist genau unser an, was dazwischen steht. Es geht immer also zwischen zwei, quasi zwei Elemente, zwei Folgenglieder, die eines einschließen. Beweisen wir das Ganze. Auch hier müssen wir wieder einsetzen. Ich setze hier n minus 1 hier oben fürs n ein und habe jetzt deswegen hier n minus 1 minus 1 stehen. Das gleiche mache ich hier beim n plus 1, das hatten wir gerade vorher beim ersten Beweis hier oben. Vereinfache das und jetzt kann ich die Klammern einfach mal weglassen, weil es ist ein Produkt, da brauche ich die Klammern gar nicht. Dann multipliziere ich aus, c mal c ist c Quadrat und Potenzen gleicher Basis werden multipliziert, indem ich den Exponenten addiere. N und n sind 2n minus 2. Jetzt kann ich da oben beim q den Zweier herausheben im Exponenten. Und was wir auch gelernt haben beim Rechnen mit Wurzeln, da ist ja ein Quadrat. Wenn ich hier bei allen Exponenten ein Vielfaches habe von der Wurzel, dann kann ich den Zweier in dem Fall kürzen. So, dann
treffe ich schlecht. So, und damit bleibt ja eigentlich nur mehr übrig 10 mal q hoch n minus 1. Und das ist das Bildungsgesetz meiner geometrischen Folge. Und damit bin ich fertig. So, jetzt werden wir sagen, okay, wozu muss ich diese Eigenschaften wissen? Naja, hin und wieder bieten sie sich an, die zum Rechnen einzusetzen. Zum Beispiel bei folgender Aufgabe, da habe ich das Element A3 und das Element A5 gegeben von meiner geometrischen Folge. Wir sollen jetzt da das Element A4 ermitteln und das Bildungsgesetz aufstellen. Fangen wir mal damit an, dass wir A4 ermitteln. Hier habe ich ja genau das Phänomen, dass ich habe A3, A4, A5. A4 wird von A5 und von A3 eingeschlossen und deswegen kann ich dieses Gesetz hier anwenden. Also A4 ist die Wurzel aus dem Produkt von A3 mal A5. Ich setze die Zahlen ein und rechne es aus und damit habe ich A4 berechnet. Und jetzt kann ich mir Q berechnen, indem ich das Gesetz anwende, weil ich hier ja direkt benachbarte Elemente habe. Das heißt, Q ist zum Beispiel A4 durch A3. Ich könnte genauso rechnen, A5 durch A4 würde auch funktionieren. Setze die Zahlen ein und habe damit das Q erhalten, das ist dann 2,5. Und jetzt muss ich noch das Bildungsgesetz heranziehen, um mir das A1 auszurechnen, was ja mein C ist fürs Bildungsgesetz von der geometrischen Folge. A3 ist ja A1 mal Q hoch 3 minus 1, denn 3 eingesetzt, ist A1 mal Q Quadrat, das forme ich um, indem ich Q2 dividiere auf die linke Seite. Also A3 durch Q Quadrat ist A1. Ich setze die Zahlen ein und erhalte als A1, was ja mein C ist, 0,8. Und deswegen an ist 0,8 mal 2,5 hoch n minus 1. Also da wissen wir ja, 0,8 ist das a1 ist c, daher habe ich da diesen Wert. Und der 2,5er ist mein q, das habe ich ja da ausgerechnet. Machen wir noch ein Beispiel. Oh, da habe ich schon die ganzen Lösungen da vergessen zum Animieren. Wir schaffen es trotzdem. Da habe ich a2 und a6 gegeben, die sind nicht benachbart. Deswegen muss ich hier mal an der Position beginnen mit dem Bildungsgesetz. A6 ist A2 mal Q hoch 4, das haben wir vorher schon beim Einstieg besprochen. Die zwei Zahlen addiert müssen die Zahl ergeben. Jetzt kann ich das umformen. Ich dividiere A2 auf die andere Seite und muss jetzt noch die vierte Wurzel ziehen und dann habe ich das Q. Also Q ist die vierte Wurzel aus 151,875 durch 480 und das ist 0,75, wenn ich es in den Taschenrechner eintippe. So, damit haben wir das Q. Und jetzt haben wir beim A2. A2 ist A1 mal Q hoch 1, also einfach einmal das Q multipliziert dazu, umgeformt. Und jetzt kann ich einsetzen und erhalte A1 ist 640. So, und damit habe ich wieder das fertige Bildungsgesetz. Also wie es jetzt auch geometrische Folgen sind wie arithmetische Folgen. Ich habe ein fixes Bildungsgesetz, die sind nicht schwer zu handeln. Gut, im nächsten Video machen wir hier weiter. Da schauen wir uns an den Zusammenhang zwischen geometrischen Folgen und Exponentialfunktionen. Dazu mehr dann im nächsten Teil.